Ich habe mir mal wieder was Neues gekauft, und zwar die Ronin von DJI. Und ich möchte euch heute mal zeigen, was sich alles in dem Koffer befindet. Okay, und hier haben wir auch schon diesen Koffer. Hier mit diesen leichten Laschen kann man das Ganze zumachen oder aufmachen. Wir haben sie schon mal aufgemacht und da ist auch schon das ganze Baby. Da ist das ganze Ding drin. Wir schauen einfach mal rein, was wir da so finden. Und zwar haben wir hier einmal das Aufladegerät für diesen Akku. Hier ist nur ein Akku mit drin. Der hier, so sieht er aus. Und den kann man dann einfach hier so anschließen. So kommt er rein. Da einfach ran und dann ab in die Steckdose. Fertig, aufgeladen. So, das nehmen wir erstmal zur Seite. Und hier haben wir zwei so eine Dinger, die kommen an diese Griffe ran. Hat dann hier zwei so eine Löcher, kommt dann eben zum Beispiel für einen Monitor oder was auch immer man so an Geräten hat, vielleicht ein Licht oder sowas. Die können wir erstmal hier so drin lassen. Was haben wir hier? Hier ist irgendwie so ein Adapterkabel, so ein Kabel, falls irgendwas mal länger gemacht werden muss, glaube ich. Ist hier irgendwas drin? Ne, hier ist einfach nur so ein Platz. Hier haben wir so eine Tasche. Hier sind diese ganzen Gerätschaften drin. Ich lege die mal hier so hin. Hier ist schön warm. Schön hell, schön warm. So, hier haben wir nämlich einmal diese Stütze für das Objektiv mit der Schraube, dass das Objektiv bei schwereren Linsen nicht ganz so abgestützt wird, also nicht ganz so runterdrückt. Und hier sind mehrere Imbusschlüssel, die wir später noch brauchen. Und genau, und dann halt hier so die Schrauben, um da die Kamera festzumachen. Schauen wir doch mal. Okay, als nächstes, das hatten wir schon. Hier ist dann das gute Herzstück, hier ist die Ronin. Die nehmen wir mal raus. Die ist hier mit diesen Sicherungskabeln festgemacht. Ja, ich lege es jetzt gleich erstmal zur Seite. Hier kommt dann diese Quick-Release-Platte rein für alles Mögliche. Hier oben kommt dann der Griff ran. Und ich baue es jetzt auch nicht zusammen, ich zeige euch einfach nur mal, was drin ist. Hier kommt dann eben der Akku rein, hier unten schön. Ja, und das kommt erstmal, ich lasse es einfach hier drin, weil ich will es ja eh jetzt nicht zusammenbauen. Das nehmen wir dann mal alles zur Seite. So, Moment, einmal aus dem Bild tragen und hier nicht mit den Kabeln verheddern. Alles nicht ganz so einfach. Ja, und was haben wir dann hier? Hier haben wir schon mal die, komm raus. Hier ist die Platte für die Kamera. Hier kommen dann auch so Stangen raus, wenn man das möchte. Da kommt dann die Kamera rauf mit den Schrauben, die ich eben gezeigt habe. Wunderbar. Dann haben wir hier die Fernbedienung. Da habe ich schon mal diese Dinger, die da drauf gehören, abgemacht. Die habe ich hier. Genau, dann sind nämlich eigentlich so eine Dinger hier drauf. Habe ich schon mal runtergenommen. Kann man hier dann halt anmachen, mit der Kamera verbinden, mit der Ronin verbinden. Ich sage immer die Ronin. Ich glaube, es heißt eigentlich der Ronin, aber egal. Genau, hier kann man dann ein bisschen die Ronin steuern. Verschiedene Modi einstellen. Wunderbar, gut dabei zu haben. Hier haben wir so einen Adapterstecker für andere Länder, andere Sitten. Und was haben wir noch? Was ist das hier? Genau, hier ist dann der Arm, das nehmen wir mal zur Seite. Hier haben wir dann eben diesen ganzen Arm. Entweder hier zum Dranhalten oder eben das dreht man dann runter, dass es dann halt so ist sozusagen, ja, dass man das so schön halten kann. Da kommt die Ronin ran mit dem Arm, den wir eben gesehen haben. Das haben wir da rein. So, und hier haben wir eben diese Arme, die hier in diese Platte reinkommen, dass man da das so reinschrauben kann und dann eben Follow Focus oder andere Sachen. Hier sind zwei drin, wunderbar, das dabei zu haben. Und hier ist dann einfach noch Stromkram, auch wieder andere Länder, andere Sitten. Und hier ist dann dieser Ronin Stand, ich nehme den nur mal so kurz raus. Da klappt man halt hier sind so Knöpfe, hier kann man die Arme so nach vorne klappen und dann wird da eben die Ronin reingehangen, dass man dann damit alle Einstellungen machen kann. Hier sieht man es ein bisschen besser, ich kann das mal so rauspulen. Hier, wenn man das sieht, da wird die Ronin reingehangen. Genau, und hier drauf steht sie dann und dann kann man alles austarieren und alles einstellen, so wie es gehört. Tun wir mal wieder rein. So wie sich das gehört, hier das auch wieder rauf und ja, das ist die Ronin. Wie ihr sehen könnt, ist im Koffer sehr viel drin, damit man direkt durchstarten kann.
Ich bin mal gespannt, wie die ersten Videos damit werden. Was mich interessieren würde, ist, was ist denn für euch das wichtigste filmische Tool? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Und ist das hier euer erstes Video auf meinem Kanal, dann abonniert doch gerne meinen Cox, denn hier lernt ihr YouTube zu verstehen und wie ihr dafür bessere Videos drehen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.